die Sendung ja eigentlich heißen, reden wir über Rapid Amateure. Rapid Amateure, das ist eine Mannschaft von jungen, ehrgeizigen Spielern, die sich auf eine Profikarriere vorbereiten. Einige von ihnen konnten bereits Erfahrung mit der Kampfmannschaft sammeln. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Vergnügen. Ich würde die Rapid Amateure Red Star als einen Art Satellitenclub bezeichnen, so wie es die Wiener Austria schon seit Jahren mit Brotter Memphis macht. Sagen wir so, das sind Spieler, die an und für sich Rapid kehren und quasi über, mit der Nachwuchsförderung an die Kampfmannschaft herangeführt werden sollen. Und also von Hobbytruppen kann da eigentlich kaum die Rede sein. Wir spielen Meisterschaft und da geht es ganz schön hart auf hart. Es gibt jetzt einige junge Spieler, die schon in der Kampfmannschaft gespielt haben. Zwar nur zweimal, aber doch immerhin. Merken Sie bei denen durch dieses zweimalige Auftreten in der Kampfmannschaft schon einen Reifungsprozess? Na, dazu ist die Zeit viel zu kurz gewesen, aber in Abständen kurz nach dem Spiel oder wenn sie mit der ersten Mannschaft mittrainiert haben, merkt man schon eine gewisse Veränderung in ihrer ganzen Handlungsweise. Sie haben dann kurz eigentlich die Momente, wo sie sehr auf professionelle Dinge schon eingehen, aber das sind im Großen und Ganzen auch diese Spieler, die bei mir in der Mannschaft wenig Probleme haben mit professionellen Ansichten innerhalb der Mannschaft. Versuchen Sie besonders auch mit der Kampfmannschaft zusammenzuarbeiten? Na, unbedingt. Ohne dem wäre eine Weiterverbesserung kaum möglich. Und ich habe täglich mit dem Ernst Dokopil immer wieder Gespräche mit Funke Feurer. Und wir sprechen über viele Dinge des täglichen Spiels, des Trainings und versuchen es dann auch zu ergänzen. Ja, der Fritz Riedmüller ist ein Mann, der bei Rapid die U16 betreut hat. An und für sich ein ganz guter Trainer. Und das hat man gesehen mit den Erfolgen, die er bei der Rapid U16 gehabt hat. Und also ich denke, wenn man ihm ein bisschen Zeit gibt, die Mannschaft zu formen, dann traue ich ihm mit der Mannschaft einiges zu. Seit wann ist er jetzt Trainer bei den Rapid Amateuren? Eben seit dieser Saison, seitdem eben die Vereine quasi zusammengeschlossen worden sind. Also sind wirklich alle Spieler sind super. Aufgenommen wird man als junger Exzellent, muss ich sagen. Es gibt keinen Spieler, der was arrogant ist oder für einen Jungen. Das verarscht man halt ein bisschen am Anfang, aber es hat sich keinen. Ich glaube, wenn man gehemmt ist, hat man sowieso keine Chance. Man muss voll out sein, dass man überhaupt einmal die Chance kriegt. Aber passt schon. Ich bin Trainer. Also ist von meiner Warte aus, was man so ist, ich sehe es da öfters im Training und ich muss sagen, ist für mich sicher ein Klasse-Tormann. Momentan finde ich da in dem Bereich herum und bei uns sicher der absolut beste und einzige Mann, der sich sicher aufdrängen würde irgendwann, zumindest auf der Bank bei der Rapid. Ich finde, das ist überhaupt eine Einstellung von mir, dass wir in Österreich sehr gute Torleute haben. Und das merkt man speziell bei der Jugendarbeit. Und wenn man da zuschaut, dann sieht man eigentlich, dass sehr gut gearbeitet wird und sehr hart gearbeitet wird an die jungen Torleute und das sehr gut sind. Ja, es ist natürlich ein Spitzengefühl, mit der Kampfmannschaft zu trainieren. Man kann immer neue Erfahrungen sammeln und es ist gut, dass man mit den Spielern der ersten bekannt wird. Super aufgenommen. Es gibt also keinen Spieler, der irgendwie arrogant ist oder einen Spieler nicht kennt jetzt von uns. Das ist schon viel wert, wenn man mit der ersten mittrainiert. Ja, das Training unterscheidet sich natürlich grundlegend, punkto Tempo, auch punkto Taktik. Muss natürlich mehr laufen als bei Red Star, weil eben das Tempo höher ist und auch das taktische Verständnis größer ist. Umso öfter man eben mittrainiert bei der ersten, umso ein besseres Zweikampfverhalten bekommt man mit der Zeit. Der junge Mann ist sehr schnell und
Ich bin sicher, dass er seinen Weg in der Wiener Liga machen kann, ohne weiteres. Was sind denn deine Ziele? Ja, meine Ziele sind sicher mal Profifußballer zu werden, womöglich bei Rapid, falls es klappen sollte. Ja, und ich mein Bestes versuchen. Du hast jetzt, Entschuldigung, du hast bei Rapid jetzt schon zweimal gespielt. Wann war das und gegen wen? Ja, das war, ich glaube, Ende Mai gegen Sturm Graz und gegen Admira Wacker. Was hast du da für Eindrücke mit nach Hause genommen? Ja, ist natürlich gewaltig, wenn man in Graz natürlich reinkommt und 12.000 Zuschauer feuern die andere Mannschaft an und du wirst eingewechselt und rennst da herum und das ist natürlich eine Wahnsinnserfahrung. Habt ihr von den Rapid-Amateuren Kontakt zur Kampfmannschaft? Ja, ja, sicher. Also ich glaube schon, dass sicherlich alle Spieler der Kampfmannschaft, auch die Spieler der Amateurmannschaft kennen. Ja. Okay. Nehmen Sie Ihren Trainerjob genauso ernst, als würden Sie eine Kampfmannschaft trainieren? Um ganz ehrlich zu sein, wenn einer im Nachwuchs die Arbeit nicht mit noch mehr Engagement betreibt, als wie in einer Kampfmannschaft, egal in welcher Spielklasse, dann ist es besser, wenn er es sein lässt und die Hände weggibt vom Nachwuchsfußball. Man hört aus den ersten Divisionen immer wieder, es gibt persönliche Gespräche zwischen Trainer und Spieler, falls ein Spieler ein Problem hat. Halten Sie das auch so? Selbstverständlich. Und ich denke, in unseren Regionen, jetzt angesprochen die Amateurmannschaft, ist die Möglichkeit von vielen anderen Problemen mehr gegeben. Es kommt schulische Probleme, private Probleme, die ersten Freundinnen, Beruf, Familie und dann natürlich die sportlichen Probleme. Also ich denke, dass Profis oft nicht solche großen Probleme haben wie diese jungen Leute. Was verfolgen Sie für Ziele? Primär sind die Ziele folgendermaßen, dass wir Spieler aus diesen Reihen oder aus diesem Kader heranbilden für die Kampfmannschaft, eben für höhere Aufgaben, dass man nicht vielleicht Spieler immer holen muss von anderen Vereinen, sondern dass man aus dem eigenen schöpfen kann. Und wie sieht es da jetzt aus Ihrer Warte aus? Aus meiner Warte kann ich nur dazu sagen, Talente sind vorhanden. Es ist jetzt die Frage, was die Burschen selbst daraus machen, mit welchem Engagement sie ans Werk gehen. Weil die Möglichkeiten, die uns vom Club geboten werden, sind meiner Ansicht nach fast optimal. Aber zu einem guten Spieler oder zu einem Profi fehlt natürlich einiges, aber das liegt in den Händen der Spieler selbst. Roland, als Platzsprecher bist du ja immer bei den Heimmatches von Rapid-Amateuren dabei. Kannst du uns ein bisschen was sagen? Gibt es da eine ähnliche Stimmung wie im Hanapi-Stadion? Leider noch nicht. Dazu haben wir noch zu wenig Zuschauer. Auf diesem Weg möchte ich ja gleich appellieren an alle Rapid-Fans. Kommt zu uns in die Kendlerstraßen 38 und schaut euch die Heimmatches an. Unterstützt unsere Mannschaft, wir brauchen das unbedingt. Und ich muss sagen, bis auf den Stammtisch grün-weiß, das hat mich sehr gefreut. Bei einem unserer letzten Matches war der Stammtisch grün-weiß mit einem Transparent schon da. Also, und ich glaube, das ist der richtige Weg. Und wenn wir Unterstützung von unseren Fans bekommen, dann können wir sicher auch demnächst so eine Stimmung, also annähernd so eine Stimmung machen wie im Hanapi-Stadion, natürlich halt auf die Wiener Liga bezogen. Also das kann ich mir durchaus vorstellen. In welcher Liga spielen denn die Rapid-Amateure im Moment? Wir spielen in der Fußball-Wiener Liga, was ungefähr der vierten, was heißt ungefähr, der vierten Leistungsstufe entspricht. Und weißt du, gibt es Ziele, weiter aufzusteigen? An und für sich dürfen wir nicht aufsteigen. Warum? Eben durch das, dass es ein Satellitenclub ist, auch zum Beispiel Brother Memphis darf nicht aufsteigen, solange es der Co-Club von der Austria ist. Also wir dürfen gar nicht aussteigen. Wir wollen eigentlich nur uns in der Wiener Liga halten. Und ja, wenn wir in Brother vorhin ein bisschen ärgern, der alte Krieg, möchte ich schon fast sagen, der alte Fußballkrieg zwischen Rapid und Austria ist, macht er vor der Wiener Liga jetzt natürlich nicht halt. Wenn wir so vorhin den Brother ein bisschen ärgern können, dann würde es uns sicher freuen. Roland, wenn man sich jetzt erkundigen will, wann denn ein Heimmatch der Rapid-Amateure stattfindet, wohin wendet man sich da am besten? Also ein ganz heißer Tipp ist natürlich an unser Sekretariat unter der Wiener Telefonnummer 910 010 oder Sie entnehmen, oder in dem Fall ihr entnehmt es am besten aus den Ankündigungen
über die Fußball-Wiener Liga aus den aktuellen Tages- oder Wochenendmedien. Gratis ist natürlich auch hier das Zuschauen nicht. Hast du ungefähr eine Ahnung, was man zahlt für eine Eintrittskarte? Weniger als im Hanapi-Stadion. Also, obwohl wir im Stadion auch nicht wirklich teuer sind. Aber na, ganz normale Wiener Liga-Verhältnisse. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich komme als Student meistens recht billig davon, wenn ich irgendwo auf ein Match gehe. Wunderbar. Ich hoffe, Sie nehmen das alle ernst und kommen zu den nächsten Matches von den Rapid-Amateuren. Roland, danke für das Interview. Tja, das war's schon wieder. Die Zeit verging wie im Fluge. Das nächste Mal unterhalten wir uns mit einem Spieler. Und wenn Sie jetzt schon neugierig sind, ein kleiner Tipp dazu. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, ein guter Freund, und wenn die ganze Welt zusammenfällt, drum sei doch nicht betrübt, wenn dein Schatz dich nicht mehr liebt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt. Ta-ta-ta-tam. Wiederschauen.